Hi zusammen, ich zeige euch heute, wie ihr den Navi-Rechner MK4 beim BMW Z4 E85 ausbaut, beziehungsweise einbaut, weil ich habe den jetzt bei mir schon ausgebaut und das ist ja ziemlich kompliziert mit dieser dämlichen Verkleidung hier und ich habe mir den Aufwand ein bisschen geringer gehalten, heißt, macht folgendes, erstmal werden beide Sitze komplett nach vorne geschoben. So, Sitz ist jetzt ganz nach vorne geschoben, wie man sieht. Im nächsten Schritt die Lehne, die hintere Sitzlehne nach hinten machen. Und dann hat man ja hier, genau wie auf der anderen Seite, jeweils so eine kleine Torx-Schraube, die man entfernen muss. Und dieses Teil hier zu lösen. Im nächsten Schritt müssen wir dann natürlich auch, sofern vorhanden, das Windschott rausnehmen. Weil wir diesen Bereich hier oben anheben müssen. Und der geht ja beim Z4 leider auch sehr häufig kaputt. Hört man bei mir. Der ist schon leider sehr kaputt gegangen. Das war teils meine Schuld, aber genauso auch die Schuld von BMW, die das schlecht gemacht haben. Und das liegt ja daran, dass diese Plastiknippen hier in Noppen da sind. So. Also ich habe ja noch das Vorfacelift-Modell vom Z4 und dementsprechend ist hier, das kann man jetzt von hier hoffe ich mal ganz gut sehen, genau da ist es, diese weiße Schnur hier vorne. Das ist so eine spezielle Führungsschnur, nenne ich sie mal, für diese Verdeckentriegelung hier oben. Und damit muss man aufpassen, dass die nicht rausgeht. Und man kann jetzt, so wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, beim Rausnehmen, diese Halterung so ein bisschen mit ein bisschen Frickelsarbeit. Jetzt habe ich natürlich den Fahrersitz noch nicht nach vorne gestellt. So. Jetzt seht ihr, dann geht das auch direkt. Ihr wisst ja selbst, wie eng es ist. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, das Verdeck auch noch zu öffnen. Also man bekommt hier einen ganz guten Spalt hin, wie ihr sehen könnt. Und dementsprechend kann man jetzt von hier, von der Seite aus, das Navi einsetzen, beziehungsweise den Navi-Rechner. So, hier haben wir meinen Navi-Rechner. Aber bei der Reparatur ist jetzt ein neuer Laser drin. Und ich werde ihn jetzt mal einsetzen. Also, da drüben seht ihr, ich gehe mal auf die andere Seite. Ich denke, ich würde das Verdeck jetzt öffnen, weil es einfach zu eng ist. Man kann ja jetzt sehen, er liegt schon so halb bereit. Dementsprechend öffnen wir jetzt erstmal einfach das Verdeck. Das geht ja flott beim Zetti. So. Haben wir nach oben hin auf jeden Fall mehr Platz. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich jetzt das Teil einfach so ein bisschen eingeklemmt. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, sind natürlich die Kabel anzuschließen. Das mache ich direkt mal. So, ich habe leider keinen Kameramann, nimmt es mir nicht übel. Deswegen muss das alles so ein bisschen spartanisch laufen. Und jetzt im nächsten Schritt einfach einen Navi-Rechner nehmen. Und wie sagt man so schön, beherzt reinschieben. Und das hört man dann auch mal in Rasten, dass er dann wirklich drin ist. Und Zusammenbau. Was haben wir noch hier rumliegen? Ah, okay, jetzt ist der Schalter abgegangen, das sehe ich jetzt gerade. Das ist der Schalter hier für das Licht in dem Fach. Und der wird hier unten eingesetzt. Da muss ich gleich nochmal gucken, aber da muss ich die Kamera leider wieder aus der Hand legen, sonst klappt das nicht, genau. So, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Also man muss nicht wirklich alles komplett auseinandernehmen, wie ihr gesehen habt. Es geht mit ein bisschen Frickelsarbeit auf weniger aufwendig.